Ja, hallo. Wir sind jetzt hier Ende April, 23. April und wir freuen uns jetzt, dass hoffentlich die letzte Nacht die letzte Frostnacht war, weil wir jetzt hoffentlich dann unsere Bienenvölker hier wirklich in die Blüte fliegen lassen können. Also bis jetzt war es nachts immer knackig kalt, über Tag auch, sodass die Bienen gar nicht fliegen konnten. Und deswegen sind wir total froh, dass es jetzt endlich richtig losgeht. Und richtig losgehen heißt aber, wir geben den Bienen jetzt Platz, damit sie einfach Nektar, Pollen eintragen können und dass sie dann ihr Brutnest erweitern können, also die Kinderstube vergrößern können und dann einfach deutlich mehr Bienen entstehen. Das heißt, das Bienenvolk geht jetzt in so eine Aufwärtsbewegung, was einfach die Menge der Bienen im Bienenvolk angeht. Und das ist eben wichtig, damit sie dann bei den folgenden Trachten, also als Imker sprechen wir bei Trachten von eben Nektar, den die Bienen sammeln und den sie dann zu Honig umarbeiten, dass sie bei den folgenden Trachten dann eben genug Platz und vor allen Dingen genug Bienenpower sozusagen haben, damit sie einfach dann die Honigmengen letztendlich dann sammeln bzw. produzieren können, die wir hoffentlich dann auch Ende Mai, Juni dann rausnehmen und schleudern können. Also wir freuen uns alle, wenn wir dann richtig mal mit dem Finger durch den süßen Honig ziehen können und schlecken können. Und deswegen geben wir ihnen jetzt langsam immer mehr Platz, je nachdem wie das Bienenvolk jetzt wächst, dass das immer angemessen ist. Und das ist eben auch das Schöne bei diesen Kästen speziell, also das ist die Mellifera Einraumbeute. Hier können wir jetzt wirklich sagen, ihr kriegt jetzt nur ein Rähmchen oder zwei Rähmchen dazu, je nachdem wie groß ihr als Bienenvolk seid. Die Völker sind immer unterschiedlich. Je nachdem wie stark ihr seid, wie wir denken, dass ihr Platz braucht, geben wir euch ein, zwei, drei, vier Rähmchen dazu, Waben dazu oder Mittelwände dazu, dass ihr dann euch vergrößern könnt, aber nicht einfach nur einen riesengroßen Raum füllen müsst, weil das muss ja alles gewärmt sein. Das heißt, in diesem Brutbereich brauchen die Bienen dann circa 35 Grad und diese Wärme müssen die Bienen eben mit Körperwärme sozusagen produzieren. Das kostet Kraft, das kostet auch Nektar, das kostet am Ende letztendlich dann auch Honig. Also deswegen ist es wichtig, dass das möglichst angepasst geschehen kann und dafür ist so eine Druckbeute, also die Einraumbeute, ideal. Wenn wir jetzt erweitert haben, Lukas hat jetzt gerade auch schon ein sogenanntes Spielnäpfchen gesehen. Also Spielnäpfchen, das sagen wir zu so einer ganz kleinen Zelle, die so anfänglich nach unten gebaut wird von den Bienen. Also man muss sich so ein kleines Näpfchen, was nach unten offen ist, vorstellen. Also wie so eine Schüssel, die nach unten gebaut wird. Spielnäpfchen, und das sind im Ansatz sozusagen Königinzellen. Also da werden gegebenenfalls später dann Königinnen aufgezogen. Und hier bei dem Volk hat Lukas jetzt schon gesehen, dass eben da so ein Spielnäpfchen gebaut wurde. Das heißt, die Bienen denken schon anfänglich daran, dass sie Königinnen nachziehen. Und das ist dann was, wo wir wirklich, wenn das dann, also wenn in dieses Näpfchen ein Ei reingelegt wird, wo wir dann wirklich auch gucken müssen, weil dann, wenn ein Ei drin liegt, dann meinen die das ernst. Das heißt, wir wollen jetzt wirklich eine Königin aufziehen. Und das heißt, wir können nicht dann warten, bis der Schwarm einfach dann aus dem Kasten rauszieht, sondern müssen dann im 8-Tages-Rhythmus wirklich die Völker kontrollieren, alle Waben angucken. Werden da jetzt Königinnen aufgezogen, damit uns die Schwärme nicht einfach wegfliegen. Also das ist so das Nächste, was bei uns in der Imkerei dann wirklich absolut viel Arbeit und Arbeitseinsatz bedeutet, weil wir dann wirklich bei den Völkern alle Waben durchgucken müssen, wo Königinnen aufgezogen werden wollen. Und in unserer Demeter-Imkerei dürfen wir auch nur Völker für die Vermehrung, also von den Öko-Richtlinien für die Vermehrung benutzen, die sich selber entschieden haben, Bienenkönigin aufzuziehen. Üblicherweise wird das in der Imkerei anders gehandhabt.
Da werden sozusagen Bienen dazu gezwungen, sich Königinnen zu ziehen. Und bei uns dürfen sie selber entscheiden, beziehungsweise nur diese Völker nehmen wir, um sie zu vermehren. Das ist dann nochmal, glaube ich, ein eigenes Thema, wo ich dann ausführlich mal was zu sagen kann. Okay. Hier unten sieht man jetzt viele Bienen, die mit Löwenzahnpollen nach Hause kommen. Das sind diese richtig schönen gelben Pollenhöschen. Und der Pollen ist eben die Eiweißversorgung für die Bienen. Der Nektar bzw. dann Honig, das sind die Kohlenhydrate. Und der Pollen, das ist die Eiweißernährung. Und das ist jetzt natürlich wichtig, damit die eine gute Brutversorgung haben. Die Bienen produzieren einen Futtersaft. Und eine gute Futtersaftqualität kann eine Arbeitsbiene nur produzieren, wenn sie selber eine gute Ernährung hat. Und deswegen ist das wichtig, dass wir als Imker auch immer darauf achten, dass unsere Bienen eine gute Pollenversorgung haben. Die Arbeitsbienen werden auch mit Pollen gefüttert. Das ist dann so ein Mix aus Futtersaft und Pollen und Nektar bzw. Honig.